Einen schönen guten Abend beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern am heutigen Donnerstag. Wir blicken zurück auf das Meisterschaftsspiel der 25. Runde in der Regionalliga Mitte zwischen der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg und dem Villach SV. Der Villach SV ist die Mannschaft in den blauen Dressen. Rohrbach-Berg musste im letzten Heimspiel in dieser Saison die stärkste Frühjahrsmannschaft der Regionalliga Mitte bekämpfen. Dieses Spiel stand ja unter dem Vorzeichen, dass es gewonnen werden musste, um vor SV Bleiburg, dem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf, zu bleiben. Man rechnet ja damit, dass im Kärntner Lokalderby zwischen Bleiburg und Austria Klagenfurt die Punkte in Bleiburg bleiben würde. Das war dann auch richtig so. Ja, die Kärntner zeigen die ersten bemerkenswerten Szenen. Hier ein Kopfball, der knapp neben das Tor gesetzt wurde. Dann erkämpft sich Joe Kehrer das Leder. Aber der Torhüter, der Villacher, konnte diesen Schuss abwehren und Klaus Schuster vergab dann im Nachschuss. Ja, Villach ist die beste Frühjahrsmannschaft, ist seit 15 Partien bereits ohne Niederlage. Also da weiß man, dass die Trauben in diesem Spiel hochhängen würden. Aber Rohrbach kam mit einer guten Einstellung aufs Spielfeld und zeigte sich dem als Favorit gehandelten Gegner doch als ebenbürtig. Ja, bestimmte sogar das Spiel in der ersten Spielhälfte. Der Jürgen. Ja, hier ein guter Schuss von Markus Hirnschrott. Jetzt Radek Pupelka, unser Libero. Ja, bei diesem Rückpass hätte der Torhüter aus Villach unseren Spielern beinahe ein Geschenk gemacht. Das hätte uns ja ganz gut gefallen. So, Joe Kehrer zeigt seine technischen Fähigkeiten. Jetzt Herbert Zach. Ja, und wieder eine gute Aktion, die aber leider ohne Torerfolg blieb. Jetzt Joe Kehrer nach Vorarbeit von Ernst Richtsfeld. Gerold Sturm jetzt auf der rechten Seite, setzt sich durch, flankt zur Mitte. Ja, wieder erkämpft sich Joe Kehrer das Leder. Spielt zu Klaus Schuster. Ja, und eine wunderschöne Aktion, die sich ohne weiteres das 1:0 verdient hätte. Der Schuss war genau angemessen und ging nur ganz knapp über das Tor. Nochmals ein Distanzschuss. Ja, bis zur 40. Minute waren die Rohrbacher klar überlegen. Aber dann gab es innerhalb von 3 Spielminuten 3 ganz dicke Chancen für Villach. Ja, die erste Szene. Und unser Torhüter Gerd Galeitner machte die erste Chance zunichte. Es war in der 41. Spielminute, jetzt sind wir in der 42. Minute. Es hat ursprünglich nach Abseits ausgesehen. Aber nachdem der Spieler dann allein marschiert ist, hat er selbst diese Abseitssituation wieder aufgehoben. Wir sehen es nochmals. Wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte, hätten sich die Villach auch nicht beklagen brauchen. Aber so ließ er das Spiel weiterlaufen. Und unser Torhüter war erneut zur Stelle, verhinderte den Führungstreffer der Kärntner. Eine tolle Parade. Ja, und er konnte sich dann nochmals auszeichnen.
Wieder eine Minute später in der 43. Minute. Ja, in dieser Phase stimmte die Abstimmung in unserer Hintermannschaft überhaupt nicht. Es gab da einige Probleme, die dann nach dem Pausenpfiff auch lautstark diskutiert wurden. Ja, kurz vor dem Seitenwechsel noch ein Angriff der Rohrbacher, den wir Ihnen zeigen. Herbert Zach. Hans-Jürgen Hopf, aber kommt nicht richtig an den Ball. Und im Gegenzug gibt es dann noch einen Freistoß für Villach SV. Ja, und wieder war Gerhard Galleiten auf dem Boden und dann pfiff Schiedsrichter Krein aus der Obersteiermark das Spiel zur Halbzeit ab. Wenn Sie etwas aufpassen, hören Sie, wie laut manche Spieler miteinander gesprochen haben. Ja, Radek Popelka zeigte sich in dieser Phase alles andere als diszipliniert. Denn wenn man die Szenen vorher sich angeschaut hat, da braucht er sich bei seinen Mitspielern nicht beschweren. Denn er hat zu dieser Disziplinlosigkeit selbst einigen Beitrag geleistet. Gott sei Dank beruhigen sich dann die Gemüter in der Pause wieder. Und jeder setzte sich wieder voll für die Mannschaft ein. Der erste Angriff in der zweiten Halbzeit war ein Schuss oder Schluss mit einem Schuss von Ernst Richtsfeld ab. Ja, hinter dem Tor die Präsidentensuite Rohrbacher mit Sektionsleiter Peter Eigner und Stellvertreter Edi Hannerer. Nächste Szene ist ein Freistoß für Villach SV. War nicht ganz ungefährlich. Ja, wir machen einen großen Sprung in die 77. Minute. Gerd Engleder, unser Trainer, tauschte Hans-Jürgen Hopf aus und brachte Manfred Stalling ins Spiel. Und in der nächsten Szene sehen wir einen gefährlichen Kopfball der Villacher, der aber Gott sei Dank über das Tor von Gerhard Galleitner ging. Damit blieb es weiterhin beim 0:0. Es schien so, als wären die Villacher mit dem Unentschieden durchaus zufrieden. Schaut direkt nach planlosem Gekicke aus in dieser Szene. Aber Klaus Schuster setzte sich wieder durch, brachte von der linken Seite eine gefährliche Flanke in den Strafraum. Und wer stand Gold richtig? Ja, unser Torschützenkönig der vergangenen Jahre, Manfred Stallinger, hielt sein Köpfchen hin und erzielte den 1:0 Führungstreffer für Union Einkauf Stadtrabach Berg. Ja, die Zeitlupe zeigt Ihnen den Treffer nochmals. Allfällige Diskussionen, ob Manfred Stallinger vielleicht abseits gestanden wäre, können wir auch aus dieser Kameraeinstellung nicht aufklären. Die Villacher haben aber nicht reklamiert. Daher dürfen Sie selbst den Treffer als korrekt angesehen haben. Ja, der Fanclub freute sich natürlich mit den Spielern, mit der Mannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg über den Führungstreffer. Ja, eine gefährliche Szene vor dem Rohrbacher Tor. Ein Foulspiel ging dem Ganzen voraus. Aber es blieb weiterhin bei der 1:0 Führung. Unter den Besuchern auf der Rohrbacher Sportanlage auch ein hoher Kirchenmann, der Abt des Stiftes Schlegel, Magister Martin Fellhofer, der unserer Mannschaft Gottes Segen mitbringen sollte. Ja, unser Speck vom Fanclub
musste zweimal eine Ehrenrunde absolvieren, zuerst mit dem EKS-Mobil und dann mit der Alarmlampe. Ja, wir zeigen Ihnen ein Foulspiel unseres Jugendspielers Manuel Engleder, aber der Schiedsrichter zeigt ihm dafür keine Karte. Belize ist bei einer Ermahnung. Ich muss dem Schiedsrichter überhaupt den Lob zollen. Er kam das ganze Spiel ohne gelbe Karte aus. Ist auch ein Verdienst beider Mannschaften. Ja, und das war bereits eine der letzten Szenen. Und dann pfiff Schiedsrichter Krenn das Spiel ab. Rohrbach-Berg war glücklich über den 1:0 Erfolg gegen den Villacher SV. Eine Mannschaft, der man durchaus den Aufstieg in die zweite Division zutrauen hätte können, aber die Herbstsaison war lange Zeit zu schlecht verlaufen. Erst ab der 10. Runde erfingen sich die Villacher, aber in Rohrbach wurden sie dann wieder in die Knie gezwungen. Die Spieler bedanken sich bei den Fans für die in der Saison 96-97 gezeigte Unterstützung. Ja, auch Bundesrat Magister Gerhard Dussek war unter den Gratulanten auf der Rohrbacher Sportanlage. Ja, nach dem Spiel wurden so manche Szenen erörtert. Die Vereinsleitung organisierte dann noch ein Abschlussfest auf der Sportanlage, um sich bei den Zuschauern bedanken zu können. Der Dank gebührt hier allen Mitarbeitern, dem Fanclub, ja auch den Spielern. Insgesamt muss man den Verantwortlichen ein großes Lob zollen, denn für einen kleinen Verein ist es doch ein großer Erfolg, in der Regionalliga Mitte bestehen zu können. 27 Punkte wurden bis jetzt erreicht. Das war der Mannschaft nicht einmal zuzutrauen. Ja, auch das Bezirks-TV Vöcklabruck war wieder anwesend und so wurde ein Goal über dieses Spiel berichtet. Jetzt aber zunächst mal machen wir unseren gewohnten Blick in die Regionalliga. Die Rohrbacher sind ja schon unseren Zuschauern lieb gewonnen, denke ich mal, denn wir waren schon des Öfteren dabei. Bei dieser Begegnung ging es gegen Villach, gegen den Villacher SV, eine Mannschaft, die im Frühjahr sehr stark agierte, aber die Rohrbacher wollten trotzdem, um den Klassenerhalt auf jeden Fall abzusichern, unbedingt gewinnen. Einen Sieg wollten die Rohrbacher also gegen den Villacher SV einfahren. Kein leichtes Unterfangen, denn die Kärntner sind seit 11 Spielen ungeschlagen und damit die erfolgreichste Frühjahrsmannschaft in der Regionalliga. Allerdings müssen die Gäste auf 3 Stammspieler verzichten und da bieten sich dann Chancen für die Mühlviertler, so wie hier für Klaus Schuster. Und da fehlte nicht viel. Jetzt noch einmal groß im Bild, Klaus Schuster. In den Reihen der Villacher beweisen die glänzenden Techniker, warum diese Mannschaft in der letzten Zeit so erfolgreich ist. Roberto Balliska hier beim Alleingang übers ganze Feld. Natürlich sind auch die Rohrbacher gute Techniker und das beweisen sie ihrem Publikum mit einem Verschall. In den letzten 5 Minuten der ersten Spielhälfte laufen dann die Villacher so richtig heiß und spielen einige gute Möglichkeiten heraus, scheitern aber ein ums andere Mal am Keeper im Rohrbacher Tor, Gerhard Garleitner. Und gleich noch einmal. Dieses Mal scheitert Sumberak am hervorragenden Garleitner. Ja, das war auch die letzte Aktion in der ersten Spielhälfte. 0:0 also nach 45 Minuten. Und jetzt noch einmal groß im Bild der Keeper der Rohrbacher, Gerhard Garleitner. Die Pause, Zeit für eine Wurst. In der zweiten Spielhälfte geht es dann gleich wieder weiter mit einer Torchance für Villach. Gilgenreiner probiert es mit einem Fallrückzieher, sieht zwar wunderschön aus, bringt aber gar nichts.
Die Rohrbacher attackieren weiter. Hier erkämpft sich Zach den Ball. Er setzt Markus Hirnschrot ein, aber der verfehlt sein Ziel deutlich. Grund genug, sich ordentlich die Haare zu raufen. Auf der anderen Seite wieder eine Möglichkeit für Villach und noch einmal Glück für Rohrbach. Aber dann die 80. Spielminute, Angriff Rohrbach über Klaus Schuster. Der flankt zu Manfred Stallinger. Und Stallinger per Kopf zur verdienten 1:0-Führung für die Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Und da gibt es natürlich den üblichen Torjubel im Mühlviertel. Wir schauen uns diesen Treffer noch einmal in Zeitlupe an. Wahrscheinlich das letzte Tor von Manfred Stallinger vor eigenem Publikum. Er hat vor, seine Karriere nach dieser Meisterschaft zu beenden. Und noch einmal ein Angriff der Rohrbacher. Wieder probieren sie es über Stallinger, aber diesmal steht er im Abseits. Ein 1:0-Sieg also für Rohrbach-Berg im letzten Heimspiel. Ein immens wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Und da bedanken sich die Rohrbacher bei ihren Fans. Wie war das Tor aus Ihrer Sicht? Ja, es war eine schöne Flanke von Schuster Klaus, die was ziemlich lang und weit war. Und ich bin dann in den Ball reingekommen und habe da mal verschaut lassen. Ja, und jetzt ist er hier bei uns im Studio, der Torschütze des goldenen Tores für die Rohrbacher, Manfred Stallinger. Herzlich willkommen bei uns, herzlich willkommen bei Goal. Wir haben es im Beitrag gerade gesehen, es könnte das letzte Tor gewesen sein für Rohrbach. Ja, es ist richtig für Rohrbach. Wahrscheinlich das letzte Tor. Ich werde vielleicht in einem Unterklassenverein vielleicht noch ein paar Spiele machen und dann meine Karriere beenden. Fühlen Sie sich nicht mehr fit genug oder ist es ein Zeitproblem oder weshalb? Nein, fit genug fühle ich mich schon noch. Ich werde auch weiterhin sportlich werde mich betätigen und Fußball geht mir sicher ab, wann ich. Jetzt war es ein sehr wichtiges Tor. Und Sie haben ja in einem kleinen Vorgespräch vorhin schon verraten, das war nicht das erste entscheidende Tor, das Sie geschossen haben. Sie sind ein Spezialist dafür. Ja, ich habe in der ersten Landesliga wichtige Tore geschossen zum Aufstieg. Und anscheinend habe ich das Glück, eben solche Tore zu schießen. Jetzt haben wir endlich einmal einen da, der wirklich den Unterschied kennt. Sie haben bei Rohrbach lange in der Landesliga gespielt und jetzt ein Jahr Regionalliga, auch wenn Sie nicht alle Spiele gespielt haben, aber dennoch, ich glaube, man kann es ein bisschen den Unterschied abwägen. Was ist denn wirklich es ist sportlich sicher noch schöner Fußball zu spielen in der Regionalliga. Es geht etwas schneller zu, es wird härter gespielt und es ist wieder immer schwieriger, Tore zu schießen, umso höher man hinaufkommt. Das ist klar. Und wenn man jetzt so die Aussichten, sage ich einmal, in Betracht zieht, was hat ein Verein wie Rohrbach für Aussichten in der Regionalliga? Da ist man ja eher immer wieder so ein bisschen im Abstiegskampf oder man kann sich vielleicht einmal im Mittelfeld etablieren, aber um weiter nach oben zu kommen, so wie es die Welser heuer hoffentlich schaffen werden, dann nämlich Fuß zu fassen in der zweiten Division. Das ist doch ein Schritt, der relativ weit weg ist. Ja, aber dazu ist das Budget vielleicht zu klein. Eben. Wir können uns keine teuren Spieler leisten. Wir brauchen einen Hauptsponsor, aber das ist nicht leicht, einen zu bekommen in Rohrbach. Wäre es für die Rohrbacher selber eine Katastrophe gewesen, abzusteigen? Ja und nein. Ich denke jetzt an die weiten Pforten und dass man sich in der Landesliga schon ein bisschen Geldsport gegenüber der Regionalliga. Das ist richtig, aber sportlich gesehen ist ein Regionalligaspieler interessanter und für die Zuschauer bringt es mehr als in der Landesliga. Mhm. Und finanziell gesehen ist es sicher besser, in der ersten Landesliga zu spielen und da vorne mitzuspielen, weil da haben wir auch um die 1000 Zuschauer sind. Gut, ich sage Dankeschön für den Besuch bei uns im Goalstudio. Lass Sie aber noch nicht gehen, denn wir haben noch unser Schussspiel vorbereitet und da wollen wir mal schauen, wie kräftig der Schuss eines Regionalliga-Fußballers ist. Aber zuvor gibt es noch ganz kurz ein bisschen Werbung bei uns. Mein Manfred Stallinger steht neben mir. Er hat keine Schussstiefel, sondern die normalen Straßenschuhe an. Aber wir werden dennoch versuchen, möglichst über 100 km/h zu erzielen bei unserem Intersport Eibel Schussspiel. Bitte schön, der Ball liegt da. Ein Schritt Anlauf ist erlaubt und es geht los.
67, naja, da hatten wir in der Landesliga schon etwas bessere Resultate, aber trotzdem Dankeschön, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Und beenden wollen wir unsere heutige Regionalliga-Abteilung mit dem Überblick über alle Ergebnisse. Außerdem gibt es die Tabelle und dann verraten wir noch, welche Spiele in der nächsten Woche am Programm stehen. St. Florian erreicht gegen Gradkorn ein 2:2, so wie auch Wels gegen Pöllau. Auch Esternberg spielt unentschieden, 1:1 beim SAK in Klagenfurt. Gesehen haben wir das 1:0 der Rohrbacher gegen den Villacher SV. Keine Aufregung mehr in der ersten Tabellenhälfte, Wels ja schon Titelträger. Weiter unten darf Rohrbach nach dem letzten Sieg weiter hoffen, und zwar auf die Finalrunde. Da müssen sie zwar zum zweiten Wolfsberg, doch auch die Bleiburger haben keine leichte Aufgabe. Auswärts geht's gegen Wels. Vielleicht können die Mühlviertel auf Schützenhilfe aus dem Traunviertel hoffen. Von den restlichen oberösterreichischen Vereinen spielt St. Florian auswärts gegen Austria Klagenfurt und Esternberg auf eigener Anlage gegen Volzberg. Ja, Rohrbach benötigt die Unterstützung der Welser. Bleiburg darf maximal einen Punkt machen, um Rohrbach-Berg nicht zu überholen. Ja, damit wechseln wir von der Kampfmannschaft ohne Ecke ist Rohrbach-Berg zur Schülermannschaft. Zu 14 Mannschaft, die hat am vergangenen Samstag ihr letztes Meisterschaftsspiel im Frühjahr 1997 ausgetragen. Gegner war die Union Neustift im Mühlkreis. Neustift ist die Mannschaft in den roten Dressen. Betreut wird die U14 Mannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg durch Hermann Stallinger. Und wir zeigen Ihnen praktisch eine Torparade, denn unsere Schüler haben brav gespielt und doch viele Tore erzielt. Den Auftakt machte Stefan Kneidinger. 14. Spielminute, EKS Rohrbach-Berg geht durch Stefan Kneidinger mit 1:0 in Führung. Ja, und weil das Tor so schön war, zeigen wir Ihnen diesen Treffer nochmals in der Zeitlupe. Der Kameramann war zufrieden mit seinem Sohn. War aber auch wirklich ein schönes Tor, dass es verdient, nochmals gezeigt zu werden. Es ging in dieser Tonart dann auch weiter. Erich Stallinger kommt an den Ball, flankt in den Strafraum und der nächste Treffer. 24. Spielminute, Arno Deutschbauer erhöht auf 2:0. Ja, wieder ist Arno Deutschbauer am Ball, er marschiert in den Strafraum. Und genau gezielt und genau getroffen. 32. Spielminute, Arno Deutschbauer erhöht auf 3:0 für EKS Rohrbach-Berg. Ja, und dann gab es noch ein Tor vor dem Seitenwechsel. Oh, 35. Spielminute, Arno Deutschbauer erzielt einen echten Hattrick und stellt damit auf 4:0. Ja, damit wurden die Seiten gewechselt. Den fünften Treffer sehen wir nicht im Bild. Da war der Kameramann gerade auf dem Rückweg vom Spiel der zweiten Kampfmannschaft. Ja, das Spiel steht inzwischen 5:0. Der Schütze zum 5:0 war Erich Stallinger. Die zweite Kampfmannschaft der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg hat ja am Hauptfeld gespielt, hat gegen Kleinzell mit 1:4 verloren. Erich Stalling erhöht auf 6:0 für EKS Rohrbach-Berg. Ja, während sein älterer Bruder eine Niederlage mit der zweiten Mannschaft erleben musste. Durch ein Eigentor erhöht Rohrbach-Berg auf 7:0. War Erich Stallinger, der mittlere der Stallingers, äußerst erfolgreich.
Ja, dieser Treffer zählte nicht. Peter Obengruber hat sich zu früh gefreut. Schiedsrichter Peter Mülle, der entschied auf Abseit. Jetzt ein Eckball durch Stefan Kneidinger zu David Kaleitner. Der spielt zu Erich Stallinger. Und der setzt sich wieder einmal durch und erzielt den nächsten Treffer. Und das 8:0, Torschütze wieder Erich Stallinger. Und den Schlusspunkt setzt auch Erich Stallinger. Und der nächste Treffer durch Erich Stallinger, das 9:0. Es war der vierte Treffer von Erich Stallinger in diesem Spiel gegen Neustift. Ja, und er hat sich immer mehr im Laufe der Meisterschaft zum Torjäger entwickelt. Hier sehen wir die gesamten Ergebnisse der U14-Mannschaft im unteren Playoff im Frühjahr 97. Zu Beginn der Meisterschaft gab es eine 4:5 Niederlage gegen Union Butzleinsdorf. Die Rohrbacher Tore erzielten Arno Deutschbauer und Dominik Schürz je zweimal. Dann gab es zu Hause ein 5:0 gegen Neufelden. Arno Deutschbauer war zweifacher Torschütze. Die weiteren Treffer steuerten Michael Hess, David Kaleitner und Erich Stallinger bei. Dann gab es in Haslach eine 1:3 Niederlage. David Kaleitner erzielte den Ehrentreffer für die Rohrbacher. Dann zu Hause ein 2:5 gegen Laffer am Hochficht. Die Tore für Rohrbach erzielten Arno Deutschbauer und Erich Stallinger. Und vor dem letzten Spiel gab es in Eigen eine 3:6 Niederlage. Alle drei Treffer der Rohrbacher besorgte Erich Stallinger. Eine Tabelle von der U14-Mannschaft über die Frühjahrssaison gibt es noch nicht. Die werden wir Ihnen noch nachreichen, zumindest am Teletext. Schauen Sie nach, wo die Mannschaft dann endgültig gelandet ist. Ja, und damit wechseln wir zu einem Interview mit einem ehemaligen Spieler der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg, zu unserer Nachwuchshoffnung Alexander Ungar und hier die Ausführungen. Ja, ich habe jetzt bei mir einen ehemaligen Rohrbacher Fußballer. Ehemalig heißt, dass der Alexander Ungar seit dieser Saison im BNZ des FC Linz ist. Und ich habe ihn Alex fängt einfach das Mikrofon geholt, weil wir vor kurzem uns recht gefreut haben über einen Riesenerfolg, den er da mit der U16-Nationalmannschaft heimgebracht hat. Und ich bitte den Alex, dass er uns ein bisschen was schildert, wie die ganze U16-Europameisterschaft abgelaufen ist. Also das war einmalig, wie das einmal aufgezogen worden ist. Also da sind wir zu den einzelnen Spielen sind wir mit Polizeieskorte gefahren worden. Und auch im Stadion, alle Stadion, wo wir gespielt haben, sind ungefähr so groß wie in Rohrbach gewesen. Und da waren das komplette Stadion, also war immer ausverkauft, bei jedem Spiel, wie wir gespielt haben. Also das war überhaupt der Wahnsinn. Und dann auch die, wo wir untergebracht worden sind, das war ein 4-Sterne-Hotel und da hat einfach alles gepasst. Also es war von Umfeld her ein Wahnsinn. Es war so super aufgezogen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Zum Verlauf des Spiels haben wir noch nichts gehört. Ich meine, das Abschneiden war wirklich sensationell mit dem Vize-Europameistertitel. Den hätte man sich daheim nicht erwartet. Damit hat es so eine Nachwuchsmannschaft geschafft, dass du eine Live-Übertragung gegeben hast beim Finale, zumindest die zweite Spielhälfte. Alex, wie fühlt man sich, wenn man Vize-Europameister ist? Kann man da in Rohrbach überhaupt noch sich normal bewegen? Fühlt man sich da noch wohl oder ist man da in einer anderen Klasse schon aufgestiegen? Ja, es war am Anfang war so ein wenig ein ungewohntes Gefühl, wie ich heimgekommen bin, weil alle Leute haben mich einfach angeredet, weil sie mich auch im Fernsehen gesehen haben. Aber es ist einfach im Großen und Ganzen, ich habe es noch nicht recht realisiert eigentlich. Weil es ist zwar schon jetzt ein paar Wochen her, aber so richtig realisieren kann man das erst, glaube ich, nach ein paar Monaten. Wir waren ja jetzt schon beim Bundeskanzler, beim Klima und der Peppo Maurer hat uns auch zugeschaut. Und das ist einfach viel zu Europameister, das ist ein Wahnsinn. Gegen welche Mannschaften habt ihr eigentlich gespielt? Ich meine, das Finale war gegen Spanien. Ich glaube, in der Vorrunde habt ihr auch gegen Spanien gespielt. Also es hätte niemand erwartet, dass sie überhaupt so dagegen holen könnt gegen Spanien. Und kannst du mir die einzelnen Mannschaften nochmal aufzählen, gegen die ihr gespielt habt? Und wo ist dein Beitrag gewesen in dieser ganzen Europameisterschaftsmannschaft?
Ja, das erste Spiel haben wir gegen Polen gehabt. Da haben wir mit 4-0 gewonnen. Da haben wir wirklich, das war glaube ich unser bestes Spiel nach dem Finale. Da haben wir alle technisch und auch körperlich relativ gut gespielt. Und ich habe eben halb links im Mittelfeld gespielt, eigentlich alle Spiele durchgespielt, außer Ukraine. Da habe ich nach der 60. Minute bin ich da austauscht worden. Das zweite Spiel war gegen die Ukraine, da haben wir leider 2-0 verloren. Eigentlich durch unser eigenes Unvermögen. Und dann ja, haben wir das dritte Spiel, ist darauf auch gekommen, wir hätten gegen Spanien gewinnen müssen, haben aber 2-0 verloren. Und dadurch, dass Polen die Ukraine geschlagen haben, so haben wir alle drei Mannschaften, Polen, Ukraine und mir, 3 Punkte gehabt und wir haben das bessere Torverhältnis gehabt. Deswegen sind wir aufgestiegen und dann haben wir gegen die Türkei gespielt. Das war eigentlich ein Turnierfavorit und da haben wir uns eigentlich ziemlich leicht, aber die waren alle technisch gut, gute Einzelspieler, aber halt nicht so recht der Mannschaft. Und das hat uns das Spiel etwas leichter gemacht und es hat auch ziemlich gekränkt und mit dem sind sie auch nicht recht fertig geworden und wir haben halt nur die ganze Zeit gekämpft und haben eigentlich dann doch verdient 3-0 gewonnen. Und dann, wie eben gesagt, dann haben wir gegen die Schweiz gespielt und das war eben eine Mannschaft und gegen eine Mannschaft spielen ist immer schwerer als gegen Einzelspieler. Und darum haben wir auch 0-0 bis zur Verlängerung und dann in der Verlängerung auch 0-0 und dann ist zum Elfmeterschießen gekommen und da haben wir eigentlich dann das Glück und den besten Torwart auf unserer Seite gehabt. In Elfer habe ich auch geschossen, aber den habe ich leider verschossen. Also an den möchte ich mich nicht mehr so gerne erinnern. Aber es hat schließlich doch gereicht und das vergisst man da leichter. Und dann im Finale gegen Spanien. Also wir haben nur einen Vorsatz gehabt und das ist kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und den haben wir so gut wie möglich eingehalten und darum haben wir es auch bis zum Elfmeterschießen geschafft. Aber im Großen und Ganzen geht der Sieg von den Spaniern hoch in Ordnung, weil die waren technisch und auch körperlich die beste Mannschaft vom ganzen Turnier. Ja, da haben wir schon dann einiges gehört, wie das Ganze abgelaufen ist. Ihr habt euch aber auch mit diesem Vize-Europameistertitel qualifiziert für die U17-Weltmeisterschaft, die im Herbst stattfindet. Wo ist die Weltmeisterschaft und gehörst du da auch zum Kader der Nationalmannschaft? Ja, die U17-Weltmeisterschaft, die findet in Ägypten statt. Und da wissen wir auch schon Gruppen, da haben wir das erste Spiel in Alexandria gegen Brasilien, also das wird gleich ein Hammer werden. Und dann das zweite Spiel haben wir auch wieder in Alexandria gegen Oman, das ist eine arabische Mannschaft. Und das dritte Spiel, das wissen wir noch nicht, wo wir das spielen, aber da spielen wir gegen... Na, gegen wem spielen wir? Gegen Amerika, also gegen die USA spielen wir da. Es ist halt, bei der WM wird es halt auch so werden, da ist der Stichtag nicht 1.8.80, sondern erst das 1.8. Jetzt heißt es, dass ein paar Spieler, die was vorher nicht mitgespielt haben bei der Europameisterschaft, jetzt dabei sind. Und da ist auch unter anderem zwei auf meiner Position, die was ziemlich stark sind und auch letztes Jahr bei der Europameisterschaft mitgespielt haben in Österreich. Und das wird sicher ein harter Kampf werden, aber ich glaube, wenn ich so weiterspiele, werde ich es auch schaffen, dass ich bei der Weltmeisterschaft dabei bin. Ja, ich habe gesagt, wie ich gesehen habe und die Ergebnisse mitgekriegt habe von der Europameisterschaft, habe ich gesagt, ich glaube, jetzt hat es der Alex geschafft, jetzt hat er den Durchbruch geschafft, weil auf solche Spieler muss jeder Bundesliga-Verein auch schauen, weil man so ohne ist der Erfolg nicht und gegen Spanien, wo man weiß, dass die Südländer einfach wirklich perfekte Fußballer sind, so besteck hin. Ich glaube, der Weg, der geht in die richtige Richtung. Natürlich heißt es dranbleiben, man muss sicher ordentlich weiterarbeiten. Und wie schaut es da zum Weiterarbeiten aus? Ich mein, der FC Linz hat ja eigentlich zu bestehen aufgehört, haben sie fusioniert mit dem LASK. Wie geht es da mit dem BNZ weiter? Weißt du schon was? Und was sagst du eigentlich zum Abschneiden der Rohrbach in der Regionalliga? Jetzt zwei Fragen auf einmal. Fangen wir mit dem BNZ einmal an. Also das BNZ besteht weiter. Also das ist schon fix. Aber nur wo wir dann trainieren und wer Trainer wird, das war es eigentlich nicht einmal der LASK und auch nicht Linz. Und
Das wird sich erst in den nächsten ein, zwei Wochen ausstehen, was dann wirklich passieren wird. Und zu den Rohrbacher, ja. Also es ist einfach ein Wahnsinn, was die letzten Jahre geleistet haben. Und ich kann nur hoffen für Rohrbach und für den ganzen Bezirk, dass Rohrbach in der Regionalliga bleibt, auch wenn es immer heißt, es geht, es geht, es geht. Aber es ist einfach für die Region und für Rohrbach in der dritthöchsten Spielklasse doch am besten. Ja, vielleicht, wenn es mit dem BNZ nicht klappt, vielleicht spielt der Alex nächstes Jahr oder vielleicht in zwei Jahren wieder bei Rohrbach. Ich wünsche es ihm eigentlich nicht, ich wünsche es zwar die Rohrbacher, aber ich wünsche persönlich wirklich, dass es so weitergeht in seiner sportlichen Laufbahn, weil ich freue mich, wenn man bei irgendeiner Bundesliga-Mannschaft oder gar später vielleicht einmal im Ausland sehen würde. Alex, ich bedanke mich fürs Interview, wünsche dir mit deinen Spielerkollegen von der Nationalmannschaft viel Glück bei der U17-WM im Herbst und vielleicht gibt es genauso tolle Erfolgsberichte, wie wir es jetzt zuletzt in den letzten Wochen von der Europameisterschaft gehabt haben. Dankeschön. Danke. Ja, nach diesem Interview mit unserem Vize-Europameister Alexander Ungar kommen wir zu einem Spiel in der ersten Klasse Nord. Sie werden sicherlich überrascht sein, von dieser Klasse einen Bericht zu sehen, aber der Kameramann wurde von der Union Klaffer gebeten, dieses Topspiel in der ersten Klasse zu filmen. Und nachdem es doch sehr abwechslungsreich, spannend und schön anzuschauen war, hat er sich gedacht, dieses Spiel sollte man den Zuschauern im Kabelfernsehen in Rohrbach und Berg nicht vorenthalten. Und daher zeigen wir Ihnen heute auch einige Ausschnitte von der ersten Klasse Nord. Ja, das Spiel wurde in Klaffer am Hochficht ausgetragen. Es hatte Lokal-Derby-Charakter. Viele Zuschauer aus Bellstein waren mit der Mannschaft mitgekommen. Bellstein ist die Mannschaft in den blauen Leibchen und weißen Hosen. Und Klaffer hat sich als Ziel gesetzt, in diesem Spiel dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Das ist ja den Spielern aus Klaffer bereits vor einer Woche gelungen, denn damals hatten sie Neustift, den damaligen Tabellenführer, besiegt. Und dieses Mal hoffen sie, dass sie mit Bellstein ebenso verfahren könnten. Und das Spiel lief erst 5 Minuten und schon hieß es 1:0 durch diesen herrlichen Freistoßtreffer von Klaus Rosenthaler. Bellstein konnte aber in der 14. Minute durch Hermann Reisinger zum 1:1 ausgleichen. Ja, es gab auch einige Härteinlagen, Schiedsrichter Geisbar verteilte auch einige gelbe Karten. Es gab sogar zwei rote Karten, die wir Ihnen dann auch im Bild zeigen. Ja, hier die nächste gelbe Karte für einen Bellsteiner Spieler. Wieder ein Freistoß für Klaffer und eine tolle Parade des Torhüters der Union Bellstein, Martin Reisinger. Und weil es so schön war, zeigen wir Ihnen diesen Freistoß und die Torhüterparade nochmals in der Zeitlupe. Ja, Martin Reisinger ist ein Torhütertalent. Aber bei den Ecken zeigen die Bellsteiner insgesamt Schwächen. Und nach diesem Eckball ist es 2:1. Und es ist keine Wiederholung, bereits einige Minuten später das 3:1 durch Peter Hein. Wieder nach einem Eckball.
Tor erhöht auf 3:1. Torschütze mit der Nummer 2, Spielertrainer Peter Hein. Laufwicker Zuschauer, wir sind mit dem Spiel zufrieden sein. Ja, die erste halbe Stunde waren wir noch nicht ganz im Spiel drinnen, aber jetzt dürfte die Partie ziemlich schon bei 3:1 in der Halbzeit entschieden sein, nehme ich ab. Und was sagt der Willi Krieg zum Spiel? Ich sage, mir gefällt es, es tut sich etliches und ich hoffe, wir gewinnen. Zweimal hintereinander, in zwei Wochenenden die Tabellenführer zu schlagen, ist ja eine schöne Sache. Ja, vor allem zwei Runden vor Schluss. Wir haben ein Schlüsselspiel werden wir noch haben. Haben wir noch Derby gegen Ulrichsberg. Das wird der richtige Abschluss werden in Kloffen. Da werden wir die Meisterschaft ordentlich ausfeiern. Ja, der Kameramann hat zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Sieg von Kloffen gegen Beilstein gerechnet. Ja, auf der nächsten Szene, die wir leider dann nicht im Bild haben, hat es eine rote Karte gegeben für den Spieler mit der Nummer 4 der Union, Beilstein. Angeblich war es Foul ohne Ball. Ja, der Ausschluss passiert in der 57. Minute. Beilstein musste die letzte halbe Stunde mit 10 Mann auskommen. Ja, und der Ausgeschlossene wurde von Radek Popelka, einem tschechischen Landsmann, unserem Libero, getröstet. Und kurz darauf gab es dann den nächsten Treffer. Bernhard Hein. Erhöht in der 62. Spielminute auf 4:1. Auf das 4:1 für die Union Kloffen. Torschütze mit der Nummer 9, Bernhard Hein. Ja, die Vorgeschichte bei der nächsten Szene war etwas umstritten. Manche reklamierten auf Abseits und dann ein unnötiges Foul des Beilsteiner Torhüters. Und die rote Karte ist vollkommen gerechtfertigt. Bei diesem Spielstand war das sicherlich eine überzogene Szene. Gott sei Dank ist da nichts weiteres passiert. Aber die rote Karte musste sein. Der Ersatzmann müsste dafür dann den nächsten Treff einstecken. Ja, Beilstein konnte dann noch um einen Treffer verkürzen. Nach diesem Foulspiel gab es einen Elfmeter. In der 88. Minute verkürzte Johann Heinberg auf 2:5. Das war gleichzeitig der Endstand in diesem Spitzenspiel in der ersten Klasse Nord. Liebe Fußballfreunde, die Union Kloffen gewinnt gegen Beilstein ganz klar mit 5:2. Wir bedanken uns für Ihr Kommen und würden uns freuen, Sie am 22. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sportberichterstattung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Und würden uns freuen, Sie kommenden Donnerstag beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern wieder begrüßen zu dürfen. Im Mittelpunkt dieser Sendung wird ein Spielbericht vom Spiel der EKS Rohrbach Berg in Wolfsberg sein. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend.